Hallo meine Lieben und willkommen zum nächsten Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Yeah, heute mal, man kann es kaum glauben, sogar am Tag aufgenommen. Ja, es ist langsam kalt geworden, sogar bei uns, schon 10 Grad. Okay, mal schauen, was haben wir denn das letzte Mal gemacht? Ah, wir haben den Jedi-Meister zerschnetzelt. Und nun wollen wir doch mal gucken, was die Königin so zu ihrer Verteidigung zu sagen hat, nicht wahr? Schauen wir doch mal. Eure Zeit ist um, Talia. Eure Anhänger haben euch verlassen. Und jetzt ist euer Leben verwirkt. Ihr würdet doch alles zerstören, um euren Ehrgeiz zu befriedigen, Baklo. Die Republik, Itzis, alles. Ihr macht es euch zu einfach, Talia. Es muss eben ein Preis gezahlt werden. Aber Onderon hat eine neue Bestimmung, eine größere, als ihr sie euch je erträumen könntet. Ihr werdet unvorsichtig, Baklo. Noch ein Fehler und ihr werdet den Preis zahlen. Sie hat gelernt, mit der Klinge umzugehen. Aber das allein zeichnet noch keinen Führer aus. Jedi, wollt ihr euch um sie kümmern? Ja, die Bewegung wird mir gut tun. Das werde ich nicht vergessen. Macht, was ihr wollt. Ich werde mich nicht kampflos ergeben. Das hätte ich auch nicht erwartet, meine Liebe. Oh, nochmal Würgegriff. Ah, komm schon. Das muss doch funktionieren. Oh, wie geil er geblockt hat. Ah, das bringt nichts. Okay, easy. Easy. Alles easy soweit. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Beenden wir es. Da, 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 da. Die wird das nicht überleben. Fla. Boah, cooler Schlag. Spur von oben. Wie die mit ihrem normalen Schwert Laserschwert blocken kann, ist mir unbegreiflich. Aber egal. Das war's. Es ist vollbracht. Wir mussten sie opfern, um unsere Zukunft zu sichern. Das ohne so. Euch hätten wir das nie geschafft. Ihr werdet bekommen, was ich euch versprochen habe. Ich habe viel riskiert, als ich euch um Hilfe bat. Und ihr habt viel riskiert, indem ihr mir halft. Ihr habt euch eure Belohnung verdient. Es war klug von euch, euren Teil der Abmachung einzuhalten. Selbst wenn ich keinen Ruf zu verlieren hätte, ich wäre ein Narr, diese Versprechen zu brechen. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid der letzte Jedi, gejagt von der Exchange, den Sith und weiß der Hutte von wem noch. Sie haben alles getan, um euch zu töten. Aber man kann euch nicht aufhalten. Oh ja. Wenn uns jemand vor unserem Schicksal retten konnte, dann ihr. Sobald wir die Stadt unter Kontrolle haben, und das wird ein Weilchen dauern, seid ihr hier immer willkommen. Und sollte die Republik Jagd auf euch machen, seid ihr sicher. Ich werde nie vergessen, was ihr heute für uns getan habt. Ah. Ich freue mich darauf, wieder mit euch zusammenzuarbeiten. Ich auch, Jedi. Ich auch. Euer Shuttle wartet schon. Sobald wir den Bürgerkrieg beendet haben, seid ihr hier immer willkommen. Aber das wird dauern. Sogar in diesem dichten Urwald konnte ich den Konflikt auf Onderon spüren. Lief alles wie geplant? Ich habe im Alleingang den Krieg beendet. Wen kümmert das? Krieg ist der natürliche Zustand. Jede Materie will andere Materie entweder assimilieren oder zerstören. Wir sollten auf die Ebon Hawk zurückkehren und unsere nächsten Schritte besprechen. Okay, aber erstmal, meine liebe Kreia. Hallo, ich rede mit dir, Kreia. So, erstmal sind wir Levelaufstieg und das lassen wir uns nicht entgehen. Haha, sehr schön. So, okay. Kräfte. Oh, neue Machtfähigkeiten. Was wollen wir denn machen? Ich finde dieses Seuche eigentlich noch relativ cool. Vernichte deinen Gegner mit einer Seuche. Alle Attribute deines Opfers verschlechtern sich und um jeweils 12 Punkte. Jedes Attribut sinkt 12 Sekunden lang um 1 Punkt pro Sekunde. Alle Attribute. Also auch Leben? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn noch so hier? Machtunterdrückung.
Ja, nee, finde ich nicht so cool. Laserschwertwurf, ach, ich weiß nicht. 5 Meter weit entfernt Gegner. Schleudert dein Lichtschwert auf einen mindestens 5 Meter weit entfernten Gegner. Dieser Angriff trifft immer nur und trifft immer und verursacht alle 2 Level des Angreifers 1 bis 6 Punkte Schaden. Am Ende der Runde kehrt das Lichtschwert automatisch in die Hand des. Ah, okay. Ja, komm, wir machen mal Laserschwertwurf. Ich finde das cool. Okay, Kraya. Die ist ja immer so gut zum Buffen von von guten ergänzten Fähigkeiten, möchte man meinen, möchte man sagen. Oder so ähnlich. Ja, die Visa. Wenn man das überhaupt Visa ausspricht oder Visas? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh, das finde ich gut. Das ist immer gut. Da lädt sich die Macht schnell auf. Bessere Heilfähigkeit? Na, ich weiß nicht. Ah, die hat solche. Da könnte man gerade mal mit der dann gucken, wenn wir mal mit der spielen. Gut. So. Ja, wollen wir zurück auf die Ebonhawk? Ich denke schon, oder Leute? Und dann schauen wir mal, wo es als nächstes hingeht. Okay. Ah, ich dachte, es passiert wieder was. Hat es mich verarscht, das Spiel? Aber gut. Mein Leben für das eure. Die hat nichts Neues für mich. Ja gut. Ich glaube, es bleibt hier nur noch ein Planet übrig, wenn es mich nicht recht täuscht. Und das wäre jetzt Nar Shaddaa, oder? Wollen wir uns mal darauf begeben? Auf Nar Shaddaa? Jo, ich denke schon, oder? Ja. Und los. Da wären wir. Auf dem Schmugglermond. Das ist das Maul von Nal Hat. Das jede Fracht und jeden Banditen der Galaxis verschlingt. Mandalorianer, Söldner, Veteranen und Piloten der Mandalorianischen Kriege und des Jedi-Bürgerkriegs aller Seiten sind jetzt in Nar Shaddaa. Nach dem letzten Krieg konnten sie sonst nirgends mehr hin. Die Mandalorianer waren nach dem Krieg zu weit versprengt. Ohne Ziel und ohne Führung wurden die meisten zu Räubern. Nar Shaddaa ist ein rauer Ort, in dem man sich schnell verirrt oder spurlos verschwindet. Aber es ist der beste Ort, um den Sith für eine Weile aus dem Weg zu gehen. Wie schwer ist es, hier einen Jedi zu finden? Das wird nicht einfach. Auf Nar Shaddaa ist so viel los, dass es fast unmöglich ist, jemanden auf der Oberfläche des Mondes zu finden. Wir landen im Flüchtlingssektor. Da ist mehr los. Das erhöht unsere Chance, nicht gesehen oder gefunden zu werden. Ihr sprecht von diesem Ort, als wäre er euch bekannt. Jeder Pilot hat wenigstens einmal in Nar Shaddaa angedockt. Leben möchte ich hier nicht. Und ich bezweifle, dass irgendjemand freiwillig hier bleibt. Okay. Dann bringen wir die Ebonhawk mal auf den Boden. Wir nehmen jetzt Kurs auf den Flüchtlingssektor. In spätestens einer Stunde sind wir da. Wenn wir unten sind, haben wir das Schlimmste hinter uns. Da unten findet uns garantiert keiner. Vielleicht habt ihr schon gehört, dass der Jedi nach Nar Shaddaa kommt. Solange er auf dem Schmugglermond ist, darf ihm nichts geschehen. Beobachtet ihn. Verfolgt jeden seiner Schritte. Mehr nicht. Ihr müsst. Denn ein Jedi zieht andere an. Das ist der Lauf der Dinge.
Du hast verdonnerter Bär, Mabar Chopto. Du renibu in Turata Sisi, Maburokra. Bani Sukokran, Joka Mata, Storch Ban Locha. Joana Masaranka, Ma Ramazurata. Kesa Juskrita Lorsa. Yumacha Fo Eko, Miko Jira. Moka kama ran endoso ran wi no chabi. Du ran tamana sobu. Febko emareyam ga watasito insula raka raka chata. Tamaso kinchuda wanka. Mopi una wana si chokora tawa. Erkundigung. Informieren Sie uns, wenn Gotos Schiff sich nicht mehr in neutralem Gebiet befindet, damit wir das Attentatsprotokoll einleiten und mit dem Angriff beginnen können. Da hupo botenya go jucho picha, gwen taba ni sochu, norotoga proto lala shishi, juba dosa jibacha, ratakman san, tokosha na chitolo. Joana masaranka ma ramazurata, keso juskrita lorsa, yumacha fo eko miko jira. Kawanabota atagwa kanka diwa. Yutaka alwanji yuma lipa. Tues maha wika si wawanta mo gu ika wansoba. Wakama nurawa. Bemerkung. Jedi beschreiten den selbstzerstörerischen Pfad des Pazifismus und der Toleranz. Sie werden nicht angreifen. Honta no saka. Jita bedwana maticha. Tono tucha. Tocha ramakaka musurankana. Honta no saka. Jita bedwana maticha. Okay, das könnte ja ein klein wenig spannend werden hier auf Nashadar. Ah, der wunderbare Geruch von Verwesung und Verzweiflung. Dieser Mond, er ist voller Leben. Es ist schwierig, hier die eigene Mitte zu finden. Ich habe noch nie einen Ort gesehen, an dem die Macht so lebendig ist und der ihr gegenüber doch so tot ist. Der Kontrast ist schärfer als jede Klinge. Pass auf, wo du hintrittst. Es dauert Stunden, bis du unten ankommst. Dann lass uns mal gehen. Okay, gehen wir. Wo wollen wir eigentlich genau hin? Es ist nicht von Bedeutung, wohin wir gehen. Wir werden merken, wenn das, was wir suchen, hier ist. Ja. Wenn ihr lieber auf dem Schiff bleiben und meditieren wollt, lasst euch nicht aufhalten. Egal, was wir hier auch treiben. Wir sollten auf jeden Fall die ID der Hawk ändern lassen. Dann sind wir keine so gute Zielscheibe, wenn wir in ein neues System kommen. Das entscheidet nicht ihr, Etten, sondern er. Was wünscht ihr zu tun? Das mit der ID finde ich eine gute Sache. Aha. Wenn ZKIL hier ist, will ich ihn finden. Die Masse der Leute, der Lärm ihrer Gefühle macht es schwierig, hier einen Jedi oder jemanden, der von der Macht berührt wurde, zu finden. Der Mond ist ein Mantel, ein Schatten der Gefühle. Er ist ein wirksamer Schild, aber wenn wir dem Jedi nahe kommen, kann ich ihn vielleicht sehen. Ihr kommt dem Jedi nicht nahe, das gestatte ich nicht. Ihr missversteht meine Absichten. Der Jedi kümmert mich nicht. Aber wenn unsere Reise beschleunigt wird, indem wir ihn finden, werde ich euch bei der Suche helfen. Sehr gut, Wiese. Wir brauchen eure Hilfe nicht, dunkler Jedi. Genug. Aber dieser Mond wird nicht kleiner, während wir warten. Wir können genauso gut in diesem Sektor mit der Suche anfangen. Tja, wenn wir auf einem Mond mit Milliarden Bewohnern einen Jedi suchen wollen, den nicht mal ihr spürt, sollten wir mit der Suche langsam anfangen. Mal sehen, wohin uns der Weg führt. Okay. Wenn du Fragen hast, stell sie. Wir können das Schiff hier lassen, solange wir wollen. Diese Landungsdecks werden nicht mehr überwacht. Du da! Oh oh. Was fällt dir ein, meinen Landeplatz mit diesem Schrotthaufen zu verunstalten? Bist du des Wahnsinns? Macht überreden. Das steht doch ganz gut da. Steht da ganz gut? Ja, ich glaube, du hast recht. Du hast natürlich nicht recht. Steht da ganz gut. Hältst du mich für bescheuert? Ich erwarte noch ein anderes Schiff. Und wenn du nicht willst, dass deine Mühle eine ziemlich große Delle bekommt, solltest du dich verändern. Ja, ich will den umbringen. Kapiert? Uhren, genau.
Geht mir aus dem Weg, oder man will eure Leiche niemals finden. Na gut. Dann will ich dich mal nicht länger aufhalten. Du bist der Boss. Aber das gibt Ärger, da bin ich mir sicher. Besser für dich. Also, Visa nehmen wir natürlich mit und Kreia. Ist das beste Team, finde ich. So, einen dunklen Punkt noch, ein Tagebucheintrag. Nasha da. Du konntest Grello überreden, die Ebonhawk auf dem Landeplatz des Flüchtlingssektors landen zu lassen. Er meint, dass es Ärger geben könnte, da ein anderes Schiff dort andocken soll. Ist mir scheißegal. Ich werde hier alles zerreißen, was sich mir in den Weg stellt. Alles. Oh, da haben wir doch schon die ersten paar. Ihr geht zu weit, Mensch. Wir warnen euch. Aber ihr wolltet ja nicht hören. Beine brechen, dann kommst du noch nicht weit. Nein, seht doch. Ihr könnt uns nicht im Flüchtlingssektor gefangen halten. Wir können ja nicht überleben. Ihr habt uns eingesperrt. Kommt euren Platz, Mensch. Er ist dort, nicht hier. Noch ein Mensch. Was gibt's denn hier zu sehen? Ein paar Leichen, wenn ihr den Mann nicht in Ruhe lasst. Ich will nur wissen, wie das hier ausgeht. Nicht gucken, weitergehen, dann kriegst du keinen Ärger. Oh mein Freund, jetzt will ich langsam aufpassen, was du sagst. Geschäfte der Exchange. Menschen. Nicht für eure Augen. Bedroht mich nochmal und das ist euer Ende. Ein Mensch? Kein schöner Kampf. Mehr als ein Mensch, etwas Besseres, mehr Blut. Ach, Leute. Leute, ich hatte euch gewarnt. Ja, hab ich mir gedacht. Keine Kraft. Guck mal, ob der was zu sagen hat. Danke für die Hilfe. Die hätten mich sicher zum Krüppel geschlagen. Das übernehme jetzt ich. Ich kann euch immer noch verkrüppeln, wenn ihr mir nicht helft. Wenn ihr mich nur gerettet habt, um mich zum Krüppel zu schlagen, seid ihr noch schlimmer als die. Was wollt ihr von mir? Ich will wissen, für wen diese Gauner arbeiten. Sie arbeiten für die Exchange, für einen Quarren namens Viscus. Viscus. Er will sich bei der Exchange nach oben arbeiten. Die einzige Sprache, die Exchange versteht, ist Geld. Deshalb versucht Viscus, seinen Gewinn zu erhöhen, indem er die Flüchtlinge hier auf Nar Shaddaa als billige Arbeitskräfte missbraucht. Wir sind für ihn nur Sklaven und Handelsgut. Er will uns alle an einem Ort haben, damit er uns unter Kontrolle hat. So war es schon immer. Aber in letzter Zeit... Was meint ihr? Die Exchange setzt im Flüchtlingssektor momentan ziemlich zu. Ich habe keine Ahnung warum. Sie entführen Leute, verprügeln sie, ohne besonderen Grund. Wo finde ich Viscus? Gar nicht. Er kommt zu euch, wenn er einen Grund dafür hat, weil ihr ihm helfen könnt oder weil ihr ihm Ärger macht. Beides ist keine Freude. Schweigt und verschwindet von hier. Schön, dass ich helfen konnte. Verschwindet lieber, bevor ihr wieder Ärger gibt. Ah ja, gut, das ist besser. Warum auch immer ihr das macht. Danke. Ja, gut. Ah ja. Habt ihr ein paar Credits übrig, mein Freund? Im Austausch gegen Informationen. Okay. Ich kenne mich eigentlich nur im Flüchtlingssektor aus, aber ich sage euch alles, was ich weiß. Erzählt mir von einem Jedi-Meister namens Zeskes Kal-El. Oder keine Ahnung, wie man den ausspricht. Jedi-Meister? In der ganzen Galaxis gibt es nicht einen Jedi-Meister. Und auf Nar Shaddaa schon gar nicht. Ein einziger Sumpf ist das hier. Die Exchange und die Hutten saugen dem Planeten das Leben aus. Aber wisst ihr was? Die Exchange soll ein Kopfgeld auf Jedi ausgesetzt haben. Schöner Blödsinn. Es gibt keine Jedi mehr. Also gibt es bis auf Weiteres auch kein Kopfgeld. Ich bin ein Jedi. Was könnt ihr mir über das Kopfgeld der Jedis erzählen? Da gibt es nicht viel zu sagen. Nur, dass es um ziemlich viel Geld geht. Ein Kopfgeldjäger wüsste sicher mehr. Aber die sind hier in letzter Zeit verdammt selten. Sucht lieber jemanden, der Verbindungen zur Exchange hat. Nicht diese Schläger im Raumhafen. Jemanden mit echten Verbindungen.
Wo finde ich jemanden mit der Verbindung zur Exchange? Tja, sie halten sich recht gut versteckt. Genau wie die Kopfgeldjäger. Ihr müsst irgendwie ihre Aufmerksamkeit auf euch lenken. Okay, ich gehe dann jetzt. Ihr habt mir doch ein paar Credits versprochen, mein Freund. Freund? Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich euch am Leben lasse. Bastard. Ich hab gesehen, was ihr mit den Schlägern der Exchange angestellt habt, Fremder. Habt ihr ein paar Credits für einen armen Flüchtling übrig? Ich geb dir gleich Laserschwert in deiner Fresse. Verschwindet, bevor ich euch töte. Vergebt mir, Fremder. Bitte, ich fliehe euch an. Tötet mich nicht. Lauf, lauf. Warum habt ihr das getan? Euren Gefühlen wegen einer solchen Kleinigkeit nachzugeben. Dafür gibt es wichtigere Momente. Oh mein Gott, wieso machst du den Mund auf? Belehrt mich noch einmal und ihr findet euch in meiner Hand. Findet euch mit meiner Hand an eurer Kehle wieder. Also gut. Aber denkt an meine Worte. Benutzt eure Macht aber zur rechten Zeit und am rechten Ort. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was haben wir hier? Oh, hallo. Wer ist denn das? Und was wollte er? Nur Antworten auf ein paar Fragen. Hat nach einem Jedi-Meister gefragt. Wirklich? Interessant. Wer ist das denn? Luftleiter-Navigationsinterface. Keine Ahnung, wofür ich das brauche. Ich bin TT-32, das 32. Wartungsmodell im Dienste meines Meisters. Wie kann ich Ihnen helfen? Du hilfst mir, indem du mir aus dem Weg gehst. Wo habe ich denn nur den Hydrospanner gelassen, hä? Wer ist das? Ist da jemand? Ah, der scheint blind zu sein. Heben Sie Ihr Kinn um 5 Grad und drehen Sie den Kopf um 15 Grad nach rechts, Meister. Ah, die Dunkelheit hat meine Augen befallen. Ein Fluch des Alters. Was führt euch zu mir, Besucher? Ich wollte dir Geschäfte machen. Ah, gut, Geschäfte sind immer willkommen. Ich suche nach Ausrüsten und Teilen. Dann seid ihr bei mir richtig. Meine Werkstatt ist die beste dieserseits des Mondes. Ist an eurem Schiff etwas zu tun? Falls ja, sprecht mit mir. Könnt ihr die ID-Transporter-Codes eines Schiffes ändern? Die Regierungsleute mit den mutanischen... Was? Schockern sehen es nicht gerne über Probleme für Teen. Ich kann euch für eure Zeit bezahlen. Das ist keine Frage des Geldes, sondern eine Frage der Ausrüstung. Transportkarte können nur eingeschrieben werden. Ich habe keine. Ich bräuchte die neue Transponderkarte, die ihr benutzen wollt. Oder eine leere Karte und eine ID-Signatur. Bring das zu mir und wir reden über die Bezahlung. Okay. Oh, genau, Werkbank benutzen. Wir haben ja eigentlich einen Haufen Teile noch für unser Laserschwert und so bekommen. Schauen wir doch mal, ob wir da irgendwas machen können. Wo haben wir denn vorhin nochmal die Werkbank gesehen? Bitte entschuldigen Sie, eine Frage noch, bevor Sie gehen. Ob ich Sie wohl um einen Gefallen bitten dürfte? Mir ist zu Ohren gekommen, dass mein Vorgänger von Meister Teen nicht fahrlässig zerstört wurde. Was ist mit ihm? Das ist mir egal, belästigt mich nicht noch einmal. Was ist mit ihm passiert? Nach dem letzten Unfall hier in der Garage wurde er verschrottet. Er wurde von einem Schrotthändler abgekauft. Einem mechanischen Kannibalen namens Gudin. Was soll ich jetzt für dich tun? Ich habe mich gefragt, ob sie ihn vielleicht zurückbringen könnten. Natürlich nicht aus nostalgischen Gründen. Der Kennspeicher der besagten Astromektroiden enthält einige von Meister Teens Plänen, die recht dringend zurückgebracht werden müssten. Ich helfe dir gerne. Danke für... Dafür habe ich keine Zeit. Ich gehe dann jetzt. Ja, okay, gut. Den Auftrag habe ich ja trotzdem bekommen. Diesen Droiden-Ding da. Hey, wo ist denn jetzt diese Werkbank? Ach, da. So, mein Laserschwert würde ich gerne mal ausrüsten. Oh. Das Ding ist ja mega.
hält. Nochmal schnell zu gucken hier bei dem Laserschwert. Schwerer kritischer Treffer. Nochmal ein Schadensbonus. Sehr schön. Und jetzt nochmal der Visa-Schwert verbessern. So. Sehr schön. Ah, haben wir alles rein hier. Ich würde der Crayer ja auch ein... Oh, könnte ich ja eigentlich sogar auch. Ich habe doch, glaube ich, sogar noch ein Laserschwert für die Crayer, oder? Tatsächlich. Das ist übrigens mega stark. Drei bis 24. Eieieiei. Nun denn. Oder, ah, nee, ist schon gut so. Ist schon gut so. Dann ziehen wir mal langsam weiter, Leute. Oder ich würde vorschlagen, wir sind bei fast einer halben Stunde angekommen, dass wir an dieser Stelle... Oh, jetzt blenden wir nochmal schnell. So. Okay, Leute. Wir sind auf Nashada. Sieht ziemlich cool und spannend aus. Ich kann mir vorstellen, dass hier einiges zu erleben gibt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein bei Star Wars Knights of the Old Republic 2. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir nochmal einen Daumen nach hoch. Oder schreibt mir ein schönes Kommentar, keine Ahnung, oder abonniert mich. Und ich hoffe, wie gesagt, ihr schaltet auch den nächsten Teil ein. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao, Leute.